In den Programmen von Microsoft Office 2010 finden Sie kein Druckersymbol mehr. Klicken Sie deshalb in der Symbolleiste für den Schnellzugriff ganz hinten rechts auf diesen kleinen Pfeil nach unten. Wenn Sie hier nicht den Begriff Schnelldruck finden, klicken Sie auf Weitere Befehle, klicken Sie hier auf Drucken, auf Hinzufügen und auf OK. Und schon haben Sie Ihr Druckersymbol.